Zur Angebotspolitik, die wir im Moment dringend brauchen, gibt es für uns drei wesentliche Punkte. Das erste ist, wir müssen das Angebot an Energie verbessern, deutlich schneller, sicherer machen. Wir brauchen günstige Energie, zu jeder Zeit verfügbar. Dazu brauchen wir aus unserer Sicht drei ganz wesentliche Punkte. Wir brauchen ein neues Marktdesign, das kostengünstige Preise hervorruft, das Flexibilitäten ermöglicht. Wir brauchen neue Angebote, das heißt zum Beispiel neue Gaskraftwerke, mehr Wasserstoff, aber auch natürlich Gas. Das heißt aber auch, wir müssen uns über deutsches Erdgas unterhalten, zum Beispiel über konventionelle und nicht konventionelle Förderung. Schiefergasförderung muss auf der Tagesordnung stehen. Wir würden uns auch wünschen, dass wir über mehr andere Angebote sprechen. Wir haben jetzt dafür gesorgt gehabt, dass die Kernenergie länger lief. Ich finde, das darf aber nicht aus der Debatte verschwinden. Und diese politische Debatte werden wir jetzt auch weiterführen. Und der dritte Punkt ist, wir müssen schnell in der Planungs- und Genehmigungsverfahren werden, damit das alles, was wir brauchen, was wir zubauen müssen, die Investitionen, die wir brauchen, auch schnell umgesetzt werden können. Der zweite Punkt der angebotsorientierten Politik ist natürlich die Frage, wer sind unsere Partner? Wir müssen in der Handelspolitik schneller werden. Wir haben über die CETA-Ratifizierung schon einen großen Schritt gemacht. Wir arbeiten eng mit den USA zusammen. Aber natürlich brauchen wir mehr Freihandelsabkommen mit anderen Partnern in der Welt. Der dritte Schritt ist, wir brauchen eine klare, eine bessere Standortpolitik. Wir müssen dafür sorgen, dass neben niedrigen Energiekosten Bürokratie entlastet wird. Das heißt, viele der Regeln, die es gerade gibt, vom Arbeitszeitgesetz über die Diskussion zum Lieferkettengesetz, da müssen wir besser werden, da müssen wir die Unternehmen entlasten, da müssen wir den Mittelstand entlasten. Aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass bei einer funktionierenden einer funktionierenden Standortpolitik wir dringend die unterschiedlichen Maßnahmen in der Planungs- und Genehmigungsverfahren auch für Unternehmen gelten lassen. Und der letzte Punkt ist, wir müssen die Steuern senken.